Guten Tag, Eugen Schmidt, Russlanddeutsche für die AfD. Wir befinden uns heute bei einer AfD-Veranstaltung in Pulheim. Bei uns zu Gast ist unser Landessprecher, unser Listenkandidat Nummer 1 NRW, Markus Prezell. Herr Prezell, eine Frage. Unsere Partei wird meistens von unseren AfD-Gegnern als Anti-Migrantenpartei diffamiert. Und es wird behauptet, wenn wir an der Macht sind, werden erstmal alle Flüchtlinge und danach auch Russlanddeutsche aus Deutschland abgeschoben. Können Sie vielleicht diese Gerüchte mal kommentieren? Ja, Herr Schmidt, das wird so nicht sein. Zum Ersten ist die AfD überhaupt nicht grundsätzlich eine Anti-Migranten-Partei, sondern im Gegenteil. Wir haben schon 2013 gesagt, Deutschland braucht ein Zuwanderungsgesetz. Aber wir brauchen ein Zuwanderungsgesetz und nicht die Zuwanderung über das Asylrecht in Deutschland. Und das ist etwas völlig anders. Das heißt, Deutschland ist offen für qualifizierte Migranten. Ich glaube, das sollte so bleiben. Und wir haben ganz sicher nicht vor, Russlanddeutsche abzuschieben, denn Russlanddeutsche sind Deutsche. Deshalb sind sie nach Deutschland gekommen. Deswegen haben sie hier einen deutschen Pass bekommen, in der Regel auch. Und insofern hat niemand in der AfD Interesse daran, gerade Russlanddeutsche abzuschieben, denn Russlanddeutsche sind meistens sehr gut integriert, fühlen sich auch als Deutsche, fühlen sich hier wohl, integrieren sich in die Gesellschaft, nehmen am gesellschaftlichen Leben teil, sind gut integriert in das Bildungssystem, in die Schulen, studieren an unseren Universitäten und insofern ist das eigentlich eine Erfolgsgeschichte, die Integration der Russlanddeutschen in Deutschland. Danke. Eine andere Frage, wie steht unsere Partei, die AfD, zu Anti-Russland-Sanktionen? Nun, das wird Sie nicht sehr überraschen, dass wir das ablehnen. Wir halten diese Konfrontation mit Russland für falsch. Ich glaube, dass man reden muss in einem solchen Konfliktfall. Es sind von beiden Seiten in dem Konflikt Fehler gemacht worden, und zwar insbesondere zu Beginn der Krise auch von der NATO, von den europäischen Staaten, von der Europäischen Union und eben auch von Deutschland. Und insofern ist es der völlig falsche Weg, jetzt mit Sanktionen zu antworten. Ich glaube, das schadet wirtschaftlich eben nicht nur Russland, sondern es schadet vor allem Deutschland. Und gerade Deutschland hat ein großes Interesse daran, gute wirtschaftliche Beziehungen mit Russland zu haben, weil Russland ein rohstoffreiches Land ist und weil Deutschland ein Hochtechnologieland ist. Und der Austausch, insbesondere der Austausch von Rohstoffen zur Hochtechnologie, ein Gewinn für beide Seiten ist. Danke. Und vielleicht einfach mal ein paar Worte zu unseren Wählern, zu Russlanddeutschen. Ja, Herr Schmidt, erstmal vielen Dank für Ihre Arbeit in der Vergangenheit, was Sie schon für die AfD, insbesondere in der russlanddeutschen Community, getan haben. Wir erleben immer wieder, dass es viele Missverständnisse gibt, eben weil wir so dargestellt werden, wie Sie zu Beginn auch sagten, als Anti-Migranten-Partei. Das ist, wie gesagt, nicht wahr. Ich glaube, wir sind eine Partei, die einfach einen anderen Politikstil in Deutschland populär machen möchte, die die Interessen Deutschlands wahrnehmen möchte und die insbesondere daran interessiert ist, dass Deutschland das Deutschland bleibt, in das die Russlanddeutschen eingewandert sind, in das sie sich hier integriert haben und warum sie sich bis heute hier wohlfühlen. Insofern sind wir, glaube ich, die einzige Partei, die dieses Deutschland, in das die Russlanddeutschen eingewandert sind, erhalten möchten. Vielen Dank, Herr Prezell. Vielen Dank, lieber Zuschauer. Eugen Schmidt, Russlanddeutsche für die AfD. Vielen Dank.